Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir etwas wild auf Warcraft Classic, noch Wrath of the Lich King. Wir stehen kurz vor Cataclysm. Der Pre-Patch Cataclysm kommt am 1.5. raus und am 20.5. wird dann Cataclysm offiziell gelauncht. So, was kann man jetzt noch machen in dem Pre-Patch? Beziehungsweise vor dem Pre-Patch. Wir werden versuchen, den Tiger aus Zul'Gurub zu bekommen. Ich habe das jetzt ungefähr schon 100 Mal probiert. Leider nicht geklappt. Wir werden nochmal in Karazhan gucken, ob wir vielleicht das Mount bekommen, weil nämlich heute ist Dienstag. Das heißt, letzter Tag der ID. Und ich werde versuchen, den Deckmatrosenhemd, das Deckmatrosenhemd zu kriegen. Weil das wird zwar nicht removed in Cataclysm, aber die Dropchance wird von einer guten Dropchance, ich weiß gar nicht, wo hoch die ist jetzt gerade, auf 0,001 oder so gesenkt. Also tatsächlich habe ich aus Zul'Gurub schon den Raptor bekommen. Aber den Tiger halt noch nicht. Und wir haben nicht mehr viele IDs seit. Ich habe nämlich die letzten Monate gar nicht mehr gespielt. Ich habe das Interesse verloren. Aber jetzt kurz vor Cutter habe ich wieder ein bisschen Bock auf WoW bekommen. So, ich bin mal voll raus, ne? Wie kommen wir jetzt in Shingon-Tal? Am schnellsten über Ratchet, richtig? Oder nehmen wir den... Es gibt doch einen Zeppelin, der näher dran wäre. Aber von wo startet der Zeppelin? Von draußen, ne? Warte mal. Ich bin so raus bei WoW, ne? Weil das letzte Mal WoW habe ich halt Season of Discovery durchgesuchtet. Da habe ich Allianz gespielt. Darum bin ich jetzt doppelt raus hier in der Horde. Aber ja, kriegen wir schon hin. Hier ist der Raptor aus Zul'Gurub. Und jetzt versuchen wir, den Tiger zu bekommen. So, hier wären wir. Vor den Toren von Zul'Gurub. Jetzt werden sich einige fragen. Von wegen, hey, du brauchst doch einen Raid, um diesen Raid zu betreten. Also du musst in einer Schlachtzuggruppe sein. Aber ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Trick. Oh, wir dodgen noch schnell die paar Mobs hier. Denn es gibt ein richtig cooles Makro. Das zeige ich hier mal. Nämlich Raid. Wenn ihr dieses Makro hier eingebt und das spammt, bevor ihr reingeht, dann braucht ihr keine Raid-Gruppe. Dann könnt ihr nämlich solo die Raids betreten. So. Das hat natürlich nicht geklappt. Wir probieren das nochmal aus. So, ich drücke Raid, gehe rein und... Okay, ich muss... Das ist ein bisschen Timing-Sache. So, ich drücke Raid. Das öffnet sich. Ich gehe rein und ich habe es geschafft. So, und jetzt kann ich ohne eine Raid-Gruppe den Raid betreten. Richtig nice. Okay, wir mounten wieder auf. Wie gesagt, den schnellen Razor-Ski-Raptor, den habe ich schon. Das heißt, wir müssen den Raptor-Boss nicht legen. Aber wir wollen natürlich jetzt hier nichts adden. Wir schaffen das normalerweise ohne irgendwelche Mobs zu adden. Das war sehr, sehr knapp. Und wir können direkt losgehen, direkt durchgehen zu dem Tiger-Boss. Der ist ein bisschen nervig. Der hat nämlich eine Mechanik, dass man die Adds alle gleichzeitig töten muss. Danach geht erst der Boss in die zweite Phase, ansonsten werden die Adds nämlich wiederbelebt. Falls ihr den Boss noch nicht kennen solltet, werde ich euch aber gleich zeigen. So, hier war das nicht. Ich war hier ewig lang nicht mehr drin. Das ist locker, ich bin ein halbes Jahr nicht gezockt oder so, mindestens hier im Biotilka. Aber ich denke mal, ich finde trotzdem den Weg auf Anhieb. So, hier ist das. Ah, genau, ein bisschen jetzt hier lang, dann hinten da durch, genau. So. Die haben eine richtig komische Akku-Range, da kann man fast durchlaufen. Da kann man sogar rüberhüpfen und die werden nicht gepullt, das ist richtig nice. Okay, hier müssen wir, glaube ich, rein gleich. War das hier? Ja, genau, okay. Viele wollen erstmal hier alles clearen und so, ist aber voll nervig, weil die stun dich halt unendlich, diese komischen Trolle. Wir müssen die alle gar nicht killen. Wir können nämlich hier einfach durch. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, ich... Und gehen hier durch. So, okay. Jetzt versuchen wir. Ich habe auch keine Ahnung, wie meine Rotation war und alles. Ich werfe hier mal eine Bombe rein. Ich will erstmal die Tiger wegmachen. So. Okay, Tiger sind weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er hat den Tiger wiederbelebt. Ist ja frech.
So. Und jetzt haben wir hier diese drei Mobs hier. Die müssen alle gleichzeitig fallen. Weißt du, ich greife den mit 84 Leben an. 79, der hat auch 79. War denn das? Genau, ich gebe auf allen Zerfleischen drauf. Und dann gebe ich den 5, 6 von Aufschlitzen. Genau, so spielt bei meiner Klasse. Was gehe ich hier wieder drauf? Wo habe ich denn meinen... Kann auch irgendwie kicken. Auf 5. Okay, muss ich mir gleich merken. Weil der Celot wird gleich versuchen, den zu heilen. Ich gehe wieder auf den hier. Hier, der hier. So, den habe ich unterbrochen. Sehr gut. Ich erneuere hier das Verfleischen. Werf eine Granate drauf. Oh, der eine, der stirbt zu schnell. Muss das Gas geben. So, 32. Versuche... Oh, Mann. Ich kann ihn nicht unterbrechen. Verdammt. Aber egal. Gut. Er hat sich selber geheilt. Macht nichts. Weißt du, ich gehe jetzt wieder auf den drauf. Ich gebe ein Zerfleischen drauf, ein Feenfeuer und das wilde Gebrüll. Und jetzt geben wir Aufschlitzen 6 drauf. Okay, der hat 16 Leben. Die sind alle ziemlich gleichmäßig down. Das gefällt mir. Ist mehr auf den. Okay. Und jetzt nur noch Cleave Damage und rauf da. Der muss sterben, der muss sterben, der muss sterben. Das ist eine Vollkatastrophe. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich krieg hier nicht down, glaube ich. Ich versuche mit Zerfleischen den zweiten auch noch zu kriegen. 1%. 5. 3. Okay, es hat irgendwie, glaube ich, geklappt. Oder ist jetzt verbuggt? Nee, hat geklappt, wunderbar. Auf Anhieb, gar kein Problem. Ohne es zu resetten. Wir könnten auch mal wieder Baumrinde wirken, einfach zwischendurch. Obwohl wir eh kein Leben verlieren, weil wir haben so viel Selfie. Wir haben immer noch 100% Leben, gar kein Problem. So, jetzt hauen wir einfach hier den Boss runter. Hinzu, als Aufstützung wieder hochkommt. Nice. 5, 6 drauf. Und runterkliegen. Ja, der Kampf war schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich gehe nochmal in den Berserker. Feenfeuer. Aufschlitzen. Bankenhieb. Dann haben wir es gleich. Ey, ich hoffe, dass der Zieger jetzt auch droppt, Mann. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon gelegt habe. Ich glaube, ich habe ein Addon, was mir das sagt. Hier sind noch ein paar Tiger. Mein Addon... Habe ich das Addon nicht drauf, was mir sagt, wie oft ich den schon gekillt habe? Naja, egal. Und wir haben den Loot. Nur Müll. Okay. Oh, ist das sad, Mann. Egal. So, dann gehen wir gleich direkt rüber in die Gebirgspass der Totenwinde. Wo war das denn nochmal? War das in Kalimdor? Gebirgspass der Toten. Nee, es war doch da drüben bei den Menschen, ne? Da. Das heißt, wir müssen... Nach Unterstadt und dann fliegen? Ja, okay. Aber wir nehmen mal den Ruhestein nach Dalaran und dann gehen wir nach Unterstadt. Das ist, glaube ich, am schnellsten und dann fliegen wir einfach. Der Server ist auch so tot, ne? Guck mal, es sind 27 80er online. Auf dem ganzen Server auf Hordenseite. Das ist so ein Witz, ey. Übrigens, ganz kurzer Flex. Ich habe bei dem Beruf-Quest 100%, versteht's? 100% abgeschlossen. Ne, ich habe erste Hilfe. Alles gemacht, das war super easy. Angeln, bin ich super stolz drauf. Ich habe jeden fucking Angelerfolg gemacht. Natürlich auch dann mit dem Titel Schrecken der Meere. Wo ist er? Ganz oben? Hier, Schrecken der Meere. Sehr geil. Und Kochkunst war auch super easy eigentlich. Das Schlimmste war eigentlich das mit diesen 160 Kochrezepten. Dafür habe ich sogar tatsächlich die komplette Questreihe, hier, Zepter der Sandsturm, Dingsbums, Ankyrei, Öffnungsquest gemacht.
Dafür werde ich eine Heldentat bekommen, sobald wir in Kataklysm sind. Das wird nice. So, wir sind endlich da. Normalerweise kommt man in Karazhan gar nicht rein. Dafür brauchen wir nämlich einen Schlüssel. Aber ich habe zum Glück mir sämtliche Schlüssel gefarmt, die man sich irgendwie erfarmen kann. Und deswegen habe ich natürlich auch den Karazhan-Schlüssel. So, wir machen Karazhan auf. Benutzen wieder unser Raid-Makro, damit wir hier ohne Gruppe den Raid betreten können. Wir warten eine Sekunde und gehen rein. Auf Anhieb geklappt, was denn auch sonst. Bezüglich Karazhan habe ich auch eine ganz witzige Story. Vor... Ich dachte schon, hier komme ich rein. Vor einigen Monaten hat mal einer aus der Gilde gefragt... Warte mal kurz, wo gehe ich nochmal in Verstohlenheit? Hier, ne? Genau. Einer aus der Gilde gefragt, kann jemand Karazhan aufmachen? Ich habe gesagt, ja klar, ich habe Schlüssel und so weiter. Aber du musst ihn schon allein töten, weil ich habe nämlich ID. Der Typ geht da einmal rein, legt den und kriegt das Mount. Ich dachte, ich werde nicht mehr, Alter. Kai war das. So frech. Ich war ja schon mindestens 1 Million Mal drin. Mindestens, na keine Ahnung, bestimmt 100 Mal oder so. Ich habe nie das Mount bekommen. So, der Kampf ist sehr einfach. Ich versuche auch diese beiden gleichmäßig runterzukloppen. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber der macht schon etwas mehr Damage. Ich muss ein bisschen auf mein Leben achten. Aber eigentlich kann ja nicht schief gehen. So, der hat jetzt auch wieder 5 Stacks. Gehe ich hier rüber. Er hat leider seine Stacks verloren. Da war ich zu langsam. Ab und zu verfehle ich mal. Komm schon! Los! Perfekt, perfekt. Okay, jetzt wieder aufschlitzen, erneuern. Hat wieder nicht geklappt. Das ist sehr schade. Jetzt aber. Okay, wurde erneuert. Ja, mach die Aufschlitzen-Stacks wieder hoch. Und jetzt muss hier wieder der Fleischen drauf. Nachdem ich wieder zaubern kann. Perfekt. Hier. So, Stacks aufrechterhalten. Perfekt, ich mache Baumrinde, das war fun. Ja, aber mit meinem ICC-Gear habe ich natürlich gar keine Probleme in so einem alten Raid. Ich hoffe sehr, dass ich in Cataclysm in der Lage bin, Alas Asche zu farmen solo. Weil das war nämlich in Virtual Car leider nicht möglich. Kommt schon. Ah, ich habe leider die Aufschlitzen-Stacks verloren auf dem zweiten Mob. Aber die müssten eh gleich wieder zusammen fusioniert werden. Oh, ich kriege keine Stacks drauf auf ihn. Siehst du das? Ich verfehle nur. So. Jetzt hier wieder Stacks drauf. Komm mit nach. So. Lass uns dieses Gesindel auseinanderzureiben. Und jetzt nur noch einer. Easy. Wenn ich mal zaubern dürfte. Aber man sieht schon, ich habe etwas mehr Schaden bekommen. Also 79 habe ich. Gut, ich habe auch nur 5299 auf dem Stack. Ich bin halt meine Eule. Ich hoffe sehr, dass wenigstens dieses Mod jetzt droppt. Sonst ist das Video echt lame. Damit haben wir's. Ah! Sehr schade. Okay, das war auch nichts. Wir können wieder zurück zur Eule gehen. Okay, das haben wir. Wir gehen wieder nach Dala ran. Und damit wir jetzt hier überhaupt noch irgendein Erfolgserlebnis haben, versuche ich jetzt, das Deckmatrosenhemd zu bekommen im Brachland. So, während wir fliegen, werde ich jetzt mal euch das Deckmatrosenhemd zeigen.
Das ist nämlich dieses wunderschöne Hemd. Das sieht einfach wundervoll aus. Nein, ist mal im Ernst. Das Ding ist halt, das ist ein einzigartiges Item, sage ich mal. Also, was ist einzigartig? Man kann es immer noch bekommen. Es wird nicht komplett entfernt, nur die Dropchance wird halt extrem verringert. Jetzt haben wir hier eine Dropchance von 4%. Das wird am Ende 0,01%, glaube ich. Beziehungsweise ist das sogar... Ich weiß gar nicht, ob diese Prozentchance jetzt von Retail oder von... Nee, ist WoW Classic. Okay, das ist noch Classic. Darum ist es 4%. In Retail sind das, glaube ich, 0, irgendwas Prozent. I want that shit more than KFC on cold Christmas Day. That is the most disgusting icon I've ever seen on an item. Halbe Stunde gefarmt dafür. Ja. Okay, wir sind da. Da war es nicht drin. Vielleicht meinst du lieber eine Katze? Ah, ich krieg sogar ein bisschen Ruf dabei. Das ist doch was Schönes hier. Nein, Stoff. Eine Lederhose. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Heiltrank. Ich glaube, ich bin als Katze hier schneller, oder? Ich habe halt keine Fähigkeit in meinem Katzending, weil ich nie auf Katze Damage mache. Aber das kriege ich ja auch mit Auto-Hits hin. Ah, okay. Leider nix. Ich kann das nicht plündern. Na, ich geh wieder auf Eule, komm. Was für ein Genozid. So, die haben nur Kupfer. Ah, da ist es ja! Nice one, das war auch gar nicht mal so lange. Guck mal. While technical, this shirt does still drop in retail, the drop rate is reduced from fairly common to 1 in 12k. Einer in 12.000 Kills in Cataclysm. For the purpose of collecting, get it now and stack up on extras. So. Das ist sogar handelbar. Also Leute, holt euch noch dieses Hemd, bevor der Patch vorbei ist. Ich werde es jetzt nochmal machen, tatsächlich, auf meinem Magier. Jetzt versuche ich mal mitzuzählen. Womit kann ich... Ich glaube, Eislanze müsste reichen, um die zu killen, ne? Ich spam einfach Eislanze auf jeden. Wo habe ich Blinken auf welchen Knopf? Auf E. Okay, also E1. Ja, das kriege ich hier mit meinen Fingern. Ja, easy. Ein Mob. Zwei Mob. Drei, vier. Kann ich noch nicht wirken. Hier sehe ich ja die Abnehmzeit. Ich habe mir ein paar Vigauren selber geschrieben. Und die habe ich nicht selber geschrieben. Diese hier. Das sind halt so 5 war ich, glaube ich. 6. 7. 8! 8 Mobs und ich habe Stack-Modus nimmt. Es ist super schnell gemacht. Holt euch auf euren Charakteren das Hemd. Weil es ist halt bald nicht mehr da. Auf jeden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für dieses etwas, ja, ereignislose Video. Ich habe jetzt noch 2 Nachtschichten von mir, deswegen kamen in den letzten Tagen super wenig Videos. Es wird jetzt ab Wochenende, habe ich wieder 12 Tage frei, dann werde ich wieder ordentlich was machen für YouTube. Und ja, als nächstes werde ich auf jeden Fall das neue Update von Dungeon Crawler spielen. Da gibt es nämlich einen neuen Charakter, der so eine Magnetklaue hat.
Fand ich ganz witzig, will ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich habe das bisher nur im Video gesehen, noch selber noch nicht ausprobiert. Und ab dem 26. April kommt Stellar Blade raus. Das werden wir auf jeden Fall auch noch hier auf dem Kanal spielen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen... Ich habe ein zweites Set bekommen. Haha, ich habe ein zweites Set bekommen. Sehr geil. Ja, schönen Tag noch und bis bald. Ciao.